Der Unfallhergang ist wohl folgender: Ein Pkw-Fahrer fuhr auf der B15 von der Autobahn Hof West kommend in Fahrtrichtung Hof. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrzeugführer in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn, kam dort in Schleudern und prallte frontal gegen einen entgegenkommenden Pkw. Der Unfallgegner wurde nach rechts von der Fahrbahn geschleudert und landete im angrenzenden Feld. In dem Fahrzeug befanden sich zwei Personen. Diese beiden Personen und der Unfallverursacher wurden im Fahrzeug eingeklemmt und durch die Feuerwehr Hof aus den Fahrzeugen befreit. Der Unfallverursacher verstarb wenige Stunden später im Krankenhaus in Hof. Zur Klärung der Unfallursache ist die Staatsanwaltschaft Hof und ein Sachverständiger vor Ort. Die Verletzten wurden in verschiedene Krankenhäuser verbracht. Zu diesem Zweck war auch ein Rettungshubschrauber vor Ort. Einsatzkräfte waren vor Ort von der Feuerwehr, Hof und verschiedene Notärzte und BRK-Fahrzeuge. Die Fahrbahn war in beiden Richtungen für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr um.